Dann rechte Seite haben wir hier das graue Gebäude mit dem großen Glaskasten, dem halbrunden grünen Dach oben drauf, unser Hotel Le Royal Meridian. Dieses Hotel hatte vor 20 Jahren im September seine Pforten in Hamburg geöffnet und ist hier ein 5-Sterne-Hotel Plus geworden. Rechte Seite, das weiße Gebäude, steht hier direkt auf dem Wasser. Der Ruderclub Alemannia, gegründet im Jahre 1866, Mitveranstalter vieler großer Ruderregatten hier in Hamburg auf der Alster. Gleich dort neben folgt dann die Segelschule Captain Prüsse. Dort könnten Sie, wenn Sie Interesse hätten, Ihren Segelschein erwerben. Möchten Sie allerdings nur hier in Hamburg auf der Alster segeln, benötigen Sie dafür keinen Segelschein. Da es einmalig in der Bundesrepublik gibt, wird nur hier in Hamburg auf der Alster, wo Sie ohne Segelschein sich ein Segelboot mieten können und dürfen damit einfach drauf losfahren. Das bringt natürlich immer ein paar Probleme mit sich. Die, die sich hier nicht so gut auskennen, die segeln überwiegend dicht unter Land, weil sie sich sagen, dicht unter Land sollte ich dort mit dem Segelboot kentern. Ja, dann hätte ich doch auch nicht mehr ganz so weit bis zum Land zum Schwimmen. Diese Einstellung ist natürlich auch ganz richtig, hat allerdings einen kleinen Haken, die Geschichte. Dicht unter Land kommt der Wind ja zwischen den Häuserschluchten unterschiedlich stark, teilweise aus verschiedenen Richtungen raus, und das kann natürlich ein Segelboot ebenfalls umschmeißen. Aber da gibt es auch ein schönes Sprichwort: Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt. Ja, der ein oder andere kennt vielleicht das Bauteil, das Schwert eines Segelbootes nicht. Den Spruch gibt es auch noch in etwas anderer Form: Scheint die Sonne auf der Kiel, war der Wind wohl ein bisschen viel. Hier rechte Seite haben wir das weiße Gebäude mit den drei Flaggenmasten, allerdings nur einer Flagge oben drauf, unser Hotel Bellevue, ein 4-Sterne-Hotel mit überwiegend von Künstlern aufgesucht, die dann hier in Hamburg ihren Gastspiel geben. Da hatte noch vor ein paar Jahren der HSV dauerhaft einen Saal gemietet, wären sie deutscher Meister geworden, hätten sie das dort drinnen gefeiert. Nun müssen sie erst einmal wieder aufsteigen. Vor ein paar Jahren wurde HSV noch gesagt, oder noch in der ersten Bundesliga gespielt hatte, haben wir in Hamburg immer gesagt, willst du den HSV oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Vor 2 Tagen, da bin ich ja auch schon die Rundfahrt gefahren, an den Fahrgast an Bord, der wusste alles besser, habe ich die ganze Zeit dazwischen gequatscht, hat er so lange gemacht, den habe ich hier vorne links abgesetzt, da kann ich auch nichts.
stimmt natürlich nicht, sondern das ist hier ein Stadtteil für Bündnis.